Schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Heute haben wir den 7. September 2024 und möchte euch jetzt hier vor der Brandenburg-Wahl, wird ja jetzt gewählt am 22.9., dass wir nicht wieder so ein Déjà-vu erleben, wie jetzt in Sachsen und Thüringen, wo die BSW irgendwas verspricht und die wird auch zur CDU halten oder zur SPD. Aber da sehen die Situation etwas anders aus. Wer da etwas zu befürchten hat, sind wohl die Grünen und die FDP, dass sie da nicht reinkommen. Und entscheidend ist natürlich auch, ob die SPD unter Dietmar Woidke, wie viel die verlieren. Und da geht ja auch schon voll die Panik in Berlin, in der SPD schon rund, dass die da jetzt Angst haben, dass sie vielleicht um die Hälfte einsacken werden. Da kann alles passieren, aber laut Umfragewerte, die dann sich nachher auch bestätigen, sieht es nicht aus. Aber ja, werde ich euch zeigen. Ich zeige euch den Spitzenkandidaten, stelle euch einige Kandidaten, die Liste vor, habe ich gerade auch gefunden. Stell euch den, wie heißt der, Hans-Christoph Berndt von der AfD vor. Und ja, weil das die schaut bis zum Ende, wie da die Umfragewerte sind. Wer neues kostenloses Abo, Kommentare drunter schreiben, bleibt bis zum Schluss dran. Und ich sag mal, rein in die Artikel. Also, meine lieben Zuschauer, hier habe ich jetzt mal bei der Seite politische Bildung brandenburg.de und zwar die ganzen Landeslisten. Wie hier so eine Landesliste aussieht, das habe ich auch noch nicht gesehen, wie viele Abgeordnete da draufstehen. Man hat ja zwei Stimmen, die Erststimme für den Direktkandidaten und auf der zweite ist dann hier für die Landesliste. Somit kommen dann Leute wie Ricarda Lang oder hier, die nicht ihr Direktmandat gewonnen haben, kommen dann noch über die Landesliste trotzdem noch in den Landtag oder Bundestag. Ne? Ich schließe mal eben kurz hier an. Auf ihrer Landesliste stellen Parteien und politische Vereinigungen ihre Kandidatinnen und Kandidaten zur Landestagswahl auf. Je mehr Zweitstimmen die jeweilige Landesliste erhält, umso mehr Sitze erhält die betreffende Partei oder Vereinigung im Landtag. Ich werde jetzt nicht hier das Einzelne, dann könnt ihr euch durchlesen, hier wo stehen die Parteien, Wahlprogramm, Vergleich. Ist vielleicht auch hochinteressant, so ist es nicht. Will ich jetzt hier nicht abmerken, vielleicht mal so eine Abwägung, aber ich wollte auf was anderes hinaus und zwar hier sind die Parteien, die jetzt in Brandenburg antreten. Ich bin ja hier in Brandenburg. Und wir gehen mal hier auf die Namen hier, ne, Freie Wähler, FDP, Tischuspartei plus Brandenburg. Und anfängt das hier mit der SPD. Klar, Dietmar Woidke. Ich werde jetzt nicht alle Namen vorlesen, ich kenne die überhaupt gar nicht. Das müsst ihr teilweise kennen, die Leute, die gewählt sind, die Leute selber nicht. Aber hier haben wir schon mal bei SPD, haben wir schon mal, wie viel? Schaut mal hier, ne? 87 bei der SPD. Alternative für Deutschland, den Dr. Hans-Christoph Berndt werde ich euch vorstellen. Ne? Felix Deichner, dann ist Hochloch, Benjamin Filter, alles, ne? Lena Corte, 35. CDU, ich weiß gar nicht, wovon das eigentlich abhängt, wie viel man hier benennen darf. Keine Ahnung, je mehr Politiker oder ich weiß nicht, ne, wenn man hier sieht, AfD hat 35 und die SPD 87, hängt das von der Größe der Partei an, nehme ich mal an, weiß ich aber nicht, oder ich weiß gar nicht, wie viele Wahlkreise hier Brandenburg hat. Gehen wir nochmal hoch. Haben wir hier Wahlkreise, vielleicht auch nochmal interessant. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Und jo. AfD, CDU, Dr. Jan Redmann, 45 Bündnis, ne? Dr. Antje Töpfer, das hat die Tochter von Herrn Töpfer, früher Umweltminister, ne? Die haben dann 30, dann die Linke, Sebastian Walter, die haben dann auch 35, BVB, Freie Wähler, Peter Wieder, haben auch 39, ne? So eine kleine Partei, Demokraten, 17, ich nehme an, pro Wahlkreis, ne? 13, ne? So, gehen wir mal nochmal hoch, so können also alle Parteien da durchblättern, das ist jetzt hier keine Abwertung von den Parteien, aber wer steht zur Wahl, was kriegen wir da noch? Wahlkreis, gehen wir mal runter, wie viel Wahlkreis, oh, Havelland,
Oberhavel 2, 3, Uckermark, Potsdam. Wir gucken mal, wie viele Wahlkreise wir in 44 Wahlkreise. Interessant wäre noch, ich gucke jetzt mal, wie viele Sitze zu vergeben sind. Ne? Auch interessant. Gehen wir hier raus. So, ich bin jetzt hier auf der Seite von landtagbrandenburg.de und wie das zurzeit da ausschaut. Ne? Das ist die Wahlperiode und hier sehen wir, wer hier, ne, SPD 25 Abgeordnete, AfD 24, CDU 15 Abgeordnete, Bündnis Grüne 10, Fraktion Die Linke 10, BVB Freie Wähler 4. Und das sind wie im Bundestag, wie ich dann auch schon mal gezeigt habe, hier sitzen die 4, das ist die AfD, CDU, da sind hier alle mit Namen genannt, ne, wie die hier sitzen, ne, dann hier die Grünen und hier die Linken, ne. Okay, so haben wir da die, ne, 88 Sitze, ne? Und ja, da sehen wir hier die Wahlperioden, SPD, also die hat immer hier geführt und jetzt wurde die dann hier abgewählt, wo ist die AfD, die wurde jetzt immer stärker, 11, 14, 19 haben die, 11, schauen wir mal eben, das hat die Deckungsgleich. Hier steht 24. Naja, ein bisschen merkwürdig. Ist das, gehört doch nicht zusammen. Oder ist das eine bisherige Wahlperiode? Keine Ahnung. Aber sag mal, wichtig ist jetzt die 88 Sitze, weil hier steht 24. Ne? 10, 10. Und, das, und die, in Summe macht das hier 88 Sitze. Entschuldigung. Also die absolute Mehrheit hat man damit 45. Ich glaube, das gleiche wie in Thüringen. Ne? Die haben doch auch da 88 Sitze. So viel jetzt schon mal zu den Sitzen. Gehe ich mal weiter. So, und hier stelle ich euch mal von der AfD Hans Dr. Hans-Christoph Berndt, geboren 1956 in Bernau, deutscher Politiker, AfD-Spitzenkandidat für den Brandenburger Landtagswahl 2024, seit Oktober 2020 Fraktionsvorsitzender Brandenburger Landtag, ne, Leben. Gucken wir eben das Leben. Bernd wuchs im Ost-Berlin im Prenzlauer Berg auf und machte 1975 Abitur. Anschließend besuchte er für ein Jahr die Altsprachenkurs Schönreiche und Priesterseminar Erfurt. Okay, von 1976 bis 1977 war er als Mechaniker tätig. Zwei Jahre später begann er ein Studium der Zahnmedizin. Nach seinem Studienabschluss im Jahre 1984 absolvierte er bis 1989 ein Facharztausbildung als Fachzahnarzt mit Pathobiochemie. Wow. Später promovierte er über den Transport von Dopamin im Gehirn von Ratten. Er arbeitete seit Mitte als Labormedizin, also hat gearbeitet an der Berliner Charité, wurde in der Personalmedizinischen Fakultät, nachdem seine Tätigkeit als Sprecher in Brandenburg aktiven, ja, das kann man sich da weglassen, ne? Das kann ich bald nicht mehr hören, ne? Verein Zukunft, also Zukunft Heimat. Naja, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, ich kann das Wort bald nicht mehr lesen. Die Charité spricht für eine weltoffene Landesparteien, Parteienabgeordneter, Brandenburg, Andreas. Aber hier ist er verheiratet. Komm gucken. Das steht jetzt hier nicht. Lehnte das Tragen von Mund-Nasenschutz ab. Na, Covid-19 war schon auch dagegen. Ne? Das könnte man sich auch wieder sparen. Aber hier steht jetzt nicht Familie. Ne? Sehe ich jetzt nicht. Okay. Hat man jetzt hier nicht geschrieben oder wollte man nicht schreiben. Wer was weiß, kann das mal in die Kommentare reinschreiben, ob er verheiratet ist oder und Kinder hat. Aber sieht schon sehr, also sehr gebildet, hat Studiumabschluss und das ist schon mal okay, ne? Jetzt kommen wir zu den Umfragen, die neuesten, ne? Okay. So, meine lieben Leute, das ist die Wahlumfrage von gestern von Brandenburg. Ich bleibe jetzt nur hier. Ich nehme mal das Wort hier. Insa sind die gleich. Ja, 24 und da haben sie 27. Auch schon ein kleiner Unterschied, ne? Aber ich bleibe jetzt mal hier vorne.
Wahlumfrage vom 5.9. AfD 27% plus 4, also führend. SPD 23% plus 4, also hier bleiben die auf jeden Fall drin. CDU 18, BSW aus dem Stand 15. Grüne gerade drin, wird sehr eng für die Grünen. Linke müssen wir abwarten. Dann noch nachher mit den Direktmandaten, was ich auch da gesagt habe, sind nachher hier, wie heißt die Zeitschrift, Kampakt, dass sie vielleicht nachher in einzelnen Wahlkreisen, da die ja antreten, Geld geben, möglicherweise, ich kann es ja nicht beweisen, um einen Wahlkampf gegen die AfD zu führen, ist ja hier wieder alles gegen die AfD. Und also aber das müsste eigentlich reichen. Aber wir werden sehen, müssen abwarten, wie weit die SPD hier einknickt und wie nachher hier die Wählerlandschaften, Wählerwanderungen sind. Aber ne, Blau kommt nicht zustande. Dann haben wir denn nur entweder eine große, ne, 56 mit BSW, SPD und CDU und Grüne. Aber SPD und CDU haben nicht die Mehrheit. Nach Stand jetzt. Ne? AfD plus 3,5 zum Vergleich 1.9. SPD Verlust, verliert. Ist die Frage, wie weit die noch weiter einknicken. CDU plus 2,4. Wagenknecht wieder aus dem Stand 15. Also die Neuen und die Linken verlieren dann auch den Anteil. Grüne verlieren auch. Gerade, wenn überhaupt drin, vielleicht über Direktmandat, müssen wir abwarten. Und hier BVB freie Wähler, müssen wir auch abwarten, ob die hier mit Direktmandaten reinkommen. Hier nochmal diese tolle Grafik. Man hat ja Anfang des Jahres die Wagenknecht-Partei, das ist jetzt interessant. Ja, und eins, wer noch hier drin ist, ist hier der Herr Woidke, die SPD, war ja immer stark in Brandenburg. Und jetzt hat man hier Bündnis Wagenknecht, um hier die AfD nicht mehr nach oben gehen zu lassen. Um hier, CDU bleibt konstant. Und deswegen ist hier BSW gegründet worden, um der AfD die Spitze wegzunehmen. Das ist meine hier Vermutung, möglicherweise, muss man ja mal sagen. Ich kann ja hier nichts beweisen, aber das liegt ja hier schon auf der Hand. Wir werden sehen, wie die einzelnen Wahlergebnis ist, was sich dann nachher wieder tut, wer mit wem. Vielleicht wartet man ja auch in Sachsen und Thüringen bis nach den Hochrechnungen oder amtlichen Endergebnis und kommt denn dann im der Woche, ne, Anfang Oktober, hat man denn da neue Koalitionsverhandlungen. Das wird sich jetzt alles hier ausgesessen, ausgehandelt. Man spricht jetzt, da werden wir vorher, glaube ich, auch nichts hören. Auch hören wir nichts von Kaiser Mario Vogt mit seiner gefälschten Doktorarbeit. Da wartet man auch mit zurück. Ich gehe mal hier raus. Da werden wir nichts hören und dann kommt das große Erwachen dann im Oktober. Die Ampel wird vielleicht dann auch zurücktreten, aber glaube ich eher nicht, weil es geht ja darum Pensionszahlung, es geht um Macht und Kontrolle. Warum soll man hier zurückgehen? Die Meinung des Volkes interessiert sowieso keinen. Ich meine, wir können wählen, was wir wollen. Wenn die AfD es 40% bekäme, hätten die anderen 60, dann wird diese 40% der Wählerstimmen nicht berücksichtigt, weil man die ja vom Verfassungsschutz, eine Oppositionspartei, hier ohne richtige Beweise, mit kleinen, das muss eine Demokratie aushalten, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Und wie sich die Grünen, wie die kleinen Parteien sich da jetzt untereinander um die Sitze streiten. Das bleibt auf jeden Fall hochspannend. Ich werde da auf jeden Fall auch drüber berichten. So viel jetzt hier zu diesem Thema. Sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und schreibt Kommentare drunter, teilt das Video und dann sage ich bis zum nächsten Video.